Verehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Iris Berben, den heutigen Gast des Abends. Bitte schön. Verehrte liebe Iris Berben, lieber Heiko Kiesow, er beschwerte sich gerade, dass mir der Hund vorgestellt wird und nicht er. Hund Paul ist aber oben an der Garderobe abgegeben worden, sozusagen, und harrt der Dinge, die da kommen. Geschätzte Mitglieder des Förder- und des Freundeskreises, liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie alle und aber insbesondere natürlich Iris Berben heute zum Auftakt der Carte Blanche begrüßen zu dürfen. Die Carte Blanche ist ja ein Format, das wir seit der Wiedereröffnung des Deutschen Filmmuseums nun schon zum vierten Mal, nämlich nach Doris Dörrie, Katja Eichinger, Dominik Graf, veranstalten. Und das, wie sich denken lässt, uns sehr am Herzen liegt. Ich danke in diesem Zusammenhang sehr, sehr herzlich dem Freundeskreis, dass er durch seine Förderung auch diese Carte Blanche ermöglicht hat. Mit dieser Wunschfilmreihe überlassen wir unser Kino ganz den Vorlieben und Neigungen, in diesem Fall einer Filmschaffenden, auf dass sie jene Filme auswähle, die sie auf besondere Weise geprägt oder nachhaltig beeindruckt haben. Dass wir die Programmgestaltung für unser Kino vertrauensvoll aus der Hand geben, beruht vor allem auf unserer hohen Wertschätzung für die Persönlichkeiten, die wir darum bitten. Es sind Filmschaffende, die wir für ihre Arbeit im Allgemeinen und für ihren Einsatz und Enthusiasmus für das Kino besonders bewundern. Und das trifft natürlich auf Sie, liebe Iris Berben, im Besonderen zu. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns unserer Einladung gefolgt sind, nicht nur heute Abend hier bei uns zu Gast zu sein, sondern eben diese Carte Blanche für uns zu veranstalten. Acht Filme hat Iris Berben für ihre Carte Blanche ausgewählt, darunter sind zwei, in denen sie selbst mitgespielt hat. Zum einen Es kommt der Tag von Susanne Schneider, den Sie später hier alle sehen werden. Und zum anderen Iris Berbens Debüt als Schauspielerin, nämlich Rudolf Thomes Detektive, ein toller Film aus dem Jahre 1968. Hinzu kommen Filme mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die entweder Wegbegleiter von Iris Berben sind und waren, wie Fernando Reh, Franco Nero oder Catherine Deneuve, oder in denen sie Vorbilder sieht, wie Elizabeth Taylor, deren Klassiker Cat on a Hot Tin Roof sie deshalb in die Auswahl mit aufgenommen hat. Natürlich interessiert es uns, warum Sie, liebe Iris Berben, bestimmte Titel für Ihre Carte Blanche ausgewählt haben. Wären Sie also heute live über Es kommt der Tag sprechen, werden Sie vor jeder weiteren Vorstellung in Ihrer Reihe in einer Videobotschaft, die wir im Februar in Berlin aufgenommen haben, Ihre Beweggründe, Ihren persönlichen Bezug zu den einzelnen Filmen dem Publikum vermitteln. Und ich denke, das macht auch unter anderem den besonderen Reiz dieser Carte Blanche aus. Iris Berben ist als Schauspielerin im deutschen Kino wie im deutschen Fernsehen seit Ende der 60er Jahre omnipräsent. Ihre szenischen Lesungen füllen die Säle und, wie ich vorhin von ihr erfahren habe, auch den Bamberger Dom. Und, oh, Entschuldigung, den Braunschweiger Dom, der wahrscheinlich auch ganz groß ist. Und darüber hinaus engagieren Sie sich auf vielerlei Weise, vor allem für Israel, gegen Rassismus und natürlich für den deutschen Film. So ist Iris Berben seit 2010 Präsidentin der Deutschen Filmakademie und wurde gerade Anfang des Jahres für weitere 3 Jahre wiedergewählt, erstmals in der noch jungen Geschichte der Filmakademie als alleinige Präsidentin. Das Deutsche Filminstitut, also wir, sind dankbar, dass es eine so enge Arbeitsbeziehung zwischen der Deutschen Filmakademie und diesem Haus gibt. In der Dauerausstellung des Museums laufen Interviews mit Filmschaffenden, die für die Filmakademie entstanden sind. Unsere Internetplattform filmportal.de ist mit der Filmakademie vernetzt
Und seit diesem Jahr verlinkt die Akademie bei ihren Mitgliederprofilen auf unser Portal. Für diese intensivierte Zusammenarbeit danken wir der engagierten Präsidentin der Akademie von ganzem Herzen. Und vor allem bewundern wir natürlich die Schauspielerin, eine der großen, mutigen Frauen des deutschen Films, die, wann immer sie auf der Leinwand oder eben auch im Fernsehen erscheint, sofort in ihren Bann schlägt und alle Blicke auf sich zieht durch ihre unglaubliche Präsenz, wie sie eben nur wenigen zu eigen ist. Die bei aller Wandlungsfähigkeit und durch alle Rollen hindurch als starke Persönlichkeit aufscheint, unverwechselbar und tief beeindruckend. Und auch dafür, für ihre Arbeit, für ihr Werk, danken wir Ihnen. Und zeigen Ihnen nun, liebes Publikum, um dies zu bezeugen, zuallererst den 15-minütigen Kurzfilm Das Missverständnis von Carlo Rola aus dem Jahre 1800. 1800. Großartig. Die Wiedergeburt der Iris Berben. Nein, aus dem Jahre 1985. Wir waren vorhin in der Dauerausstellung, da ging es dauernd um 1895, als das Kino erfunden wurde. Jetzt geht es aber um 1985. In einer noch nie, also diesen Film noch nie öffentlich aufgeführten 16 mm Kopie. Ein herzliches Willkommen, wenn er denn da ist, an Tom Gläser. Ist er da? Nee. Den Produzenten dieses Films. Und danach bitten wir Iris Berben zum Gespräch mit Urs Spörri, dem ich übrigens für seine Arbeit an dieser Reihe sehr, sehr herzlich danke. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Iris Berben, meine Damen und Herren. Danke. Ja, was für ein Film. Ich glaube, so haben wir Iris Berben selten gesehen, zumindest, wenn überhaupt. 1985, das ist ein Jahr, in dem Sie auch bei SketchUp anfangen. In demselben Jahr drehen Sie diesen Kurzfilm. Was ist das für eine Aussage gewesen? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, bei den Vorgesprächen, die wir hatten, hatten Sie da ein unglaubliches Strahlen immer im Gesicht, wenn Sie von diesem Film sprachen. Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, das war für mich vielleicht auch so eine Art Aufbruchsstimmung, eigentlich wieder zu den Wurzeln zurückzugehen, Filmbilder zu machen, irritieren, ein Thema zu nehmen, was vielleicht in seiner vordergründigen Erzählweise nicht sofort vermittelbar ist. Für den Fall, dass es immer noch nicht vermittelbar war. Wir haben einfach versucht, uns der Thematik dieses ungeheuren, nicht nachzuhakenden und nicht nachzufragenden Glauben. Diese Nonne, die eben glaubt, im Sinne Gottes zu handeln, weil sie immer wieder ein Zeichen bekommt und dann selber eben zu der Person wird, die glaubt, im Namen Gottes eben das Schlechte ausmerzen zu müssen und erst bei der Letzten, die sie tötet, merkt, wo der sind die Hände nicht gefaltet. Also, wir haben versucht, Filme zu machen. Da gab es drei Kurzfilme, die wir gemacht haben. Ganz unterschiedlich. Sie haben gesehen, es ist an Jürgen Jürges, der Kamera macht. Maris Pfeiffer, in der Zwischenzeit eine bekannte Regisseurin. Also, das war eine Zeit. Ich wünsche sie mir immer wieder herbei, weil das war Filme machen im besten Sinne, einfach mit ganz wenig Geld. Ich kann das, der Film hat 80.000 D-Mark damals gekostet. Wir haben in Portugal gedreht. Meine Mutter, die dort lebt, die habe ich ausquartiert und habe ihr gesagt, sie soll mal nach Deutschland fahren, ein bisschen Kultur gucken, damit ich ein bisschen deutsche Kultur in Portugal machen kann. Und habe dann mal das Team einquartiert bei uns zu Hause. Ich habe für das Essen gesorgt. Und Tom Gläser für den Rest. Und es war Enthusiasmus und Leidenschaft, kein Geld zu haben, diese Geschichte zu erzählen, einen wunderbaren Kameramann wie Jürgen Jürges zu haben. Und wie gesagt, wir haben da drei Kurzfilme gemacht, haben auch irgendwann mal überlegt, ob das so ein Omnibusfilm wird. Das hat nicht mehr geklappt, aber
Ja, das Leuchten in den Augen ist da, weil es mich einfach an eine Zeit erinnert, in der man oder in der ich vielleicht auch da mit viel Wagnis, ich glaube, heute wäre das fast nicht mehr möglich. Heute würde darüber geschrieben werden, dass die letzte Einstellung nackt ist und das wäre dann vermutlich das Einzige, was bleibt. Da war es die Befreiung raus aus dem Korsett der katholischen Kirche. Also diese Bilder, die wir da gefunden haben, ich wünschte sie mir in manchen Filmen heute auch wieder. Da steckt ja auch ziemlich viel von Ihnen drin, wenn man da so Ihre Lebensgeschichte auch ein bisschen sieht. Sie wollten ja sogar mal Nonne werden, habe ich gelesen, kurz zur Zeit der Klosterschule. Kurz, das will ich Ihnen nur, das liegt natürlich daran, dass ich war im Sacré-Cœur-Internat und das war ein sehr, 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 sehr strenges und sehr konservatives Internat, von katholischen Nonnen geleitet. Aber als junger Mensch, wenn man sich sucht, seine Stellung sucht, seinen Ort sucht, war das ein sehr guter Einfluss. Es gab eine Ordnung, die ich eigentlich faszinierend fand als junger Mensch. Und Nonnen zu sehen, die aufgrund ihres Eherings, den sie trugen, mit Gott verheiratet waren, das war etwas, wenn man, sind das Bilder, die mich als junger Mensch natürlich beeindruckt haben auch. Dieses Unmittelbare. Und da war ich, tatsächlich habe ich mir gedacht, das wäre schön. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Allerdings hat der Weg in dem Moment aufgehört, als ich gemerkt habe, ich bekomme auf meine Fragen eigentlich keine Antworten. Also es hatte ganz viel damit zu tun, dass es immer hieß, du musst es nicht verstehen, du musst es glauben. Und das ist etwas, was mir eben in meiner Erziehung, gerade von meiner Mutter her, ganz anders vermittelt wurde, die immer gesagt hat, Fragen, Fragen, Fragen stellen, hinterfragen. Und insofern war dann dieser Wunsch, Nonne zu werden, dann auch relativ schnell wieder vorbei. Gilt das denn auch noch am Set, dieses alles hinterfragen? Ist das für die Regisseure vielleicht auch sogar ein bisschen schwierig? Oder wie würden Sie sagen, hat Sie das geprägt vielleicht? Also mich hat sicherlich die Zeit der 68er geprägt. Gar nicht mal mit einem politischen Wissen, was ich hatte, sondern einfach in einer Zeit groß geworden zu sein, die eben gerade dieses Fragen vorgibt. Dieses auch jede Form der Obrigkeit erstmal in Frage zu stellen. Und das ist sicher etwas, was mich auch nach wie vor prägt. Aber ich bin niemand, der, nein, diese Diskussion sollte man vorher führen. Filme dazu fragen, die Inhalte oder das Umsetzen oder Dinge, die man vielleicht im Zusammenhang nicht begreift. Das finde ich ganz wichtig, aber es ist ein Prozess, der muss vorher stattfinden. Wir haben alle immer weniger Zeit, immer weniger Geld. Und diese Diskussion, es gibt genügend Diskussionen, die am Drehort auch noch sind. Und es gibt manchmal etwas, was sich dort erst ergibt, wo man auch dann reagieren muss. Und das hat mit Diskussion zu tun und mit Infragestellen einer Situation. Aber Film ist Verabredung und es hängen zu viele Menschen dran. Und wie gesagt, wir haben diesen Zeit. Schauen Sie, für diesen Film, der jetzt 12 Minuten lang, haben wir 3 Wochen drehen dürfen. Und du hast heute einfach ein anderes Korsett. Und deshalb finde ich, ja, Diskussion, Fragen, Hinterfragen, aber vorher. Und da bin ich auch jemand, der sich eigentlich daran hält. Wenn man durch Ihre Filmografie stöbert, hat man auch so das Gefühl, dass Sie sich Ihre Weggefährten auch ganz gezielt aussuchen und die dann auch über einen längeren Zeitraum begleiten oder umgekehrt. Das gilt für Schauspielkollegen, aber auch gerade für Regisseure. Matti Geschonek, Oliver Storz und jetzt hier auch Carlo Rola. Ich glaube, das war sogar die erste Zusammenarbeit. Ist das eine richtige Beobachtung? Ist diese personelle Konstanz was Wichtiges für Ihre Arbeit? Also ich nenne das Komplizen suchen. Und wenn du Komplizen hast in deinem Leben, dann kannst du mehr wagen und du bist, was ich vorhin meinte, auf einem gesicherteren Terrain einfach unterwegs. Und mit Komplizen kannst du weitergehen vielleicht. Und die Amerikaner haben dafür den Satz Never change a winning team. Und früher haben die großen Studios eigentlich Verträge gemacht über Jahre mit Schauspielern, mit Regisseuren, weil sie vielleicht
unter anderem, ich rede jetzt mal nicht von der Möglichkeit ihrer, auch ihres Verdienstes, aber schon auch, weil man wusste, wie jemand tickt und wofür jemand gut ist, wo die Schwächen sind, die Stärken sind, das verbindet. Und Komplizen zu haben in diesem Beruf ist was Gutes. Einmal für die eigene Korrektur, dass man also jemand ist, der auch gut beobachtet wird von den Menschen, die nah an einem dran sind, dass man nicht diesen Kokon über sich spürt, nur noch Film und gar nicht mehr wirklich differenzieren kann, auch mit sich selber. Und aber es ist auch eine enorme Kraft, die man bekommt, finde ich. Also mit drei Mann kannst du eine Revolution machen, oder? Was muss jemand haben, um ein Komplize von Ihnen zu werden? Wahrhaftigkeit, Leidenschaft, Neugierde, Vertrauen braucht man, Offenheit, vielleicht darf er nicht ganz so gerade marschieren wie alle anderen, ein paar kleine Ecken und ja, sind schon ganz wichtig, finde ich. Ich fand das auch sehr spannend, also gerade auch, weil Sie diesen Begriff immer wieder auch bei den Dankesreden für Ihre vielen, vielen Preise verwenden. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass Sie das immer sagen und Sie erwähnen quasi keinen Namen. Ich glaube, jeder Einzelne weiß, er ist ein Komplize und dann braucht er nicht extra genannt werden. Ist das auch richtig? Ja, vielleicht, ich hoffe es so. Also ich denke eigentlich immer, dass die Komplizen auch verstehen, dass sie gemeint sind. Und aber ich mag es ja auch als Überbegriff. Ich mag es ja gar nicht nur für mich. Ich finde ja, dass das ein Begriff sein sollte, der auch andere eigentlich eher animieren sollte. Also es soll ja gar nicht nur für mich jetzt stattfinden, sondern ich finde den Begriff des Komplizen und das, was er bedeutet, einfach schön und wichtig und kraftvoll. Und insofern ist es eigentlich auch manchmal, als würde man so ein Bonbon reinwerfen und sagen, ja, das kann man sich nehmen und für sich selber ja auch bauen und sich selber aufbauen, solche Verbindungen und Menschen. Und ja. Noch einmal ganz kurz zu Das Missverständnis zurück. Das ist ein Film, der dann auch vielen Festivals lief, dort auch wirklich gefeiert wurde. Und er wurde oft verglichen mit Buñuel. Was hat Ihnen das bedeutet, diesen Vergleich da aufgemacht bekommen? Naja, dass jemand in seiner Kritik über Buñuel schreibt, und es ging spezifisch um den andalusischen Hund, es ging da um eine Kameraführung, eben auch als der junge Mann von dem Fahrstuhl in Lissabon runterstürzt und das im Auge eben gefilmt wird. Das sind schon Streicheleinheiten, die einem natürlich sehr gut tun und einem ziemlich eitel machen. Aber das ist natürlich auch etwas, was sehr an den Regisseur geht, finde ich. Aber nun ist Buñuel auch noch jemand, den ich persönlich selber sehr, sehr schätze. Und ich finde, er hat wirklich eine Filmsprache entwickelt und entdeckt, die ja nachhaltig ist. Und was ich aber auch noch ganz kurz erwähnen wollte, ist dieses Cast, dieses Films, was Sie dort sehen, das waren alles keine Schauspieler. Wir haben diese wunderbaren Menschen, den Busfahrer mit dem Pferdefuß und die blinde Frau, und wir haben sie auf der Straße gecastet. Es war was ganz Wunderbares, dass dann die Menschen auch das Vertrauen hatten, mit uns diesen Film zu machen. Ein paar Verrückte aus Deutschland, die kaum sich verständigen konnten, und man konnte mit, wie gesagt, die haben noch nie in ihrem Leben vor einer Kamera gestanden, und das war alles auch so arbeiten zu können. Und der Regen, der zum Schluss ist vor der Explosion, das haben die Feuerwehrmänner gemacht, eines der Dörfer, wo wir gedreht haben. Und das sind so Erinnerungen, die auch eine gewisse Melancholie irgendwie haben, weil man sagt, wow, man hat sich das so gesucht und es hat geklappt und es hat funktioniert. Und ich kann dazu sagen, diese Szene zum Schluss, wo ich aus dem Kostüm austrete, das war mein erster Nacktauftritt. Und das hat... Ich war so nervös, ich habe so einen Weinkrampf davor bekommen, weil einmal vor Aufregung selber und dann aber auch, weil ich plötzlich gedacht habe, was geht denn vielleicht jetzt in den Leuten, die mitgemacht haben, vor? Werden sie verstehen, was wir da machen, oder glauben, sie sind für irgendetwas benutzt worden? Also das gerade in so einem katholischen Land. Ja, ne? Ja, aber die gehen auch mit dem Katholizismus
sehr menschlich um, also auf eine sehr gelebte Weise um. Insofern hatten wir da, glaube ich, weniger Probleme als in Deutschland. Da wurden wir nämlich auf einen Index gesetzt mit diesem Film von der katholischen Kirche. Wir durften ihn an Sonn- und Feiertagen nicht spielen. Ich hoffe, dass hier keiner pennt. Eine Premiere an einem Sonntag. Wir waren mal so mutig. Ja, wir waren mal so mutig. Aber das war natürlich auch die Überleitung zu Ihren Filmen. Sie haben sich 8 Filme aussuchen dürfen in unserer Reihe. Frau Dillmann hat es schon erwähnt. Und zwar Filme, nicht nur Ihre Lieblingsfilme. Da war ja am Anfang eine Liste von 25 erstmal im Spiel. Hatte ich aber schon gestrichen, genau. Bei 100. Das stimmt. Aber jetzt haben wir Filme, die Sie geprägt haben, mit denen Sie eine Geschichte verbinden in irgendeiner Weise. Und ja, ich wollte einfach mal zunächst wissen, ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man da vor der Filmgeschichte steht, ziemlich viel gesehen hat und jetzt plötzlich 8 Filme auswählen muss? Das ist absolut unfair und geht auch gar nicht. Und ich habe mich dann hingesetzt und das fällt dir ja immer mehr ein, so wie vorhin, als ich durch diese Ausstellung ging, dann fällt dir noch ein Film ein und noch ein Regisseur ein und noch etwas ein. Und dann habe ich auch gesagt, ich glaube, das geht nicht. Wie sollen wir das machen? Dann habe ich Ihnen eine Liste geschickt, weiß ich auch noch, wo ich mir wirklich ganz viel Mühe gegeben habe, weil ich dachte, das deckt das ab, das deckt das ab, das ist da, das ist da. Und dann hörte ich aber plötzlich von Ihnen, ja, und es ist natürlich ganz recht, wenn es eigentlich etwas sehr Persönliches ist. Ich habe gesagt, okay, dann eine ganz neue Liste. Und dann habe ich versucht, Filme rauszusuchen, die eben ganz persönlich. Jetzt ist ja auch die Schwierigkeit, um auch nicht in so eine Eitelkeit zu verfallen, dass man dann die eigenen Filme nimmt, haben wir auch lange darüber geredet, gell? Und ich wollte mit diesem Film, mit dem wir hier beginnen heute, Es kommt der Tag, der hat tatsächlich damit zu tun, dass das ein Film war, der für mich ganz, ganz wichtig war. Einmal das Drehbuch, einmal die Umsetzung. Und er hat an der Kasse überhaupt nicht funktioniert, an der Kinokasse. Er hat im Feuilleton so funktioniert, wie ich in 40 Jahren nicht wahrgenommen wurde. So positiv, auch in der Preisverteilung, aber an der Kasse eben gar nicht. Und es ist aber noch etwas. Er hat auch für mich, es ist eine Bedeutung, weil ich habe das Gefühl, nach diesem Film habe ich noch mal andere Gespräche mit Filmemachern führen können, auch andere Angebote bekommen. Also es ist nochmal auch für mich da etwas passiert. Und darum habe ich diesen Film so gerne auswählen wollen. Und ich habe für dieses Drehbuch und für diesen Film auch Probeaufnahmen machen müssen, was mir wirklich schwer fällt, weil ich immer das Gefühl habe, da versage ich. Ich meine, das liegt an der Geschichte. Warum? Ich habe tatsächlich für Cabaret für die Verfilmung von Bob Fosse Probeaufnahmen gemacht damals. Gedreht hat es dann endgültig, Sie kennen alle den Film, nicht ich, sondern Marisa Berenson. Und das war aber für mich so einschneidend, als junger Mensch, diese Probeaufnahmen nicht bestanden zu haben, dass ich immer gedacht habe, das geht gar nicht, ich kann es gar nicht, ich kann auch den Beruf nicht. Oder ich habe dann in dem Moment, wo ich Probeaufnahmen machen muss, eigentlich nicht die Ruhe und das Talent, was man braucht. Also deshalb habe ich Jahre erstmal abgesagt und das war einer der Filme, wo ich es mal wieder gemacht habe. Ja, und jetzt wollen Sie auf die anderen Filme kommen, oder? Genau. Ich habe zum Beispiel genommen... Fangen wir doch mal mit Buñuel an, wenn wir gerade von ihm sprachen. Ich habe Buñuel genommen, genau. Tristana. Ein Film, Buñuel, finde ich, hat eben wirklich Filmgeschichte geschrieben. Und ich hatte das Glück, mit einem seiner großen Hauptdarsteller, Fernando Rey, nämlich zu drehen. Und mit Fernando Rey, ich wurde damals 20, während ich mit ihm drehte. Und für mich hat sich da eine Welt eröffnet. Und mit Fernando Rey habe ich über Buñuel immer geredet. Also den habe ich ausgequetscht. Und er sollte mir erzählen, alles über ihn. Und das war für mich also insofern diese Verbindung, Fernando Rey, dann zu Buñuel, der diese Filme gemacht hat, dann in dem kleinen Vorfilm, Kurzfilm, den wir gerade gesehen haben, in der Kritik schon zweimal darauf angesprochen worden zu sein, dass es in so eine Richtung geht. Also ich finde, Buñuel ist eben einer der ganz, ganz großen Filmemacher, der verstört, der beunruhigt, und deshalb, das ist für mich Film und das muss Film auch leisten können.
Genau, sie haben sich Tristana ausgesucht aus dem Jahr 1970. Mit Catherine Deneuve. Genau. Und da spielt sie, ja, weil natürlich die meisten dann eher von ihm nehmen Belle de Jour, weil er auch sehr viel bekannter ist. Tristana ist vielen Leuten gar nicht so ein Begriff. Ich fand es wunderbar, diese einbeinige Catherine Deneuve, diese wahnsinnig schöne, präsente Frau. Das hatte was ganz Zerstörerisches und Zerstörendes. Und nachdem ich Catherine Deneuve kennengelernt hatte, zweimal in meinem Leben und auch mit ihr wirklich tolle Gespräche geführt hatte, habe ich gesagt, ja, auch das ist wieder ein persönlicher, ein privater Zugang, auch eine Frau, die ich wirklich schätze, Catherine Deneuve. Und das, auch sie hat Filmgeschichte geschrieben, auch ihre Geschichte wiederum. François d'Orléac, ihre Schwester, die ja unter einem ganz anderen Namen wiederum mit Polanski gedreht hat, Ekel. Also irgendwie ist das alles miteinander verknüpft und deshalb musste es Tristana sein. Truffaut hat über Catherine Deneuve gesagt, sie ist so schön, dass ein Film, in dem sie spielt, auch ohne Geschichte auskommt. Würden Sie das unterschreiben? Sie ist wirklich schön, aber ich glaube eben, dass du, das ist ein schöner Satz und ich glaube einfach, es ist ein ganz besonderes Kompliment. Aber da ist man eben bei Catherine Deneuve, dass sie eine so große Ausdrucksweise hat, in dem nämlich ganz wenig passiert. Das ist es ja. Und hat man bei uns in Deutschland übrigens ein bisschen länger gebraucht, immer, dass schöne Frauen im Kino natürlich auch mit ihrer Präsenz und dem, was sie dann können, müssen, sollten, auch einen großen Stellenwert haben. Wir haben ja eher das Kino gehabt, wo man ein bisschen Angst vor sehr attraktiven Frauen hatte. Und Catherine Deneuve hat einfach eine solche Präsenz auch gehabt, die füllt eine Leinwand, das kann man sagen. Und es gibt Großaufnahmen, die man, glaube ich, nicht inszenieren kann. Und die stimmen dann, wenn der Ausdruck da ist und wenn das, und das hatte sie und das hat sie. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch selbst gemacht haben, wenn Sie sagen, in Deutschland brauchen wir ein bisschen länger, um solche Frauen zu schätzen? Ja. Also wir haben sie ja immer im Ausland geschätzt. Wir haben sie in Frankreich geschätzt, in Italien geschätzt, in Amerika auch geschätzt. Auch Sie persönlich, meine ich. Und in Deutschland, ja, ich weiß natürlich auch, dass ich die ersten 20 Jahre sicherlich eher als attraktives Wesen wahrgenommen wurde. Aber ich muss natürlich auch sagen, das liegt auch immer ein bisschen, man ist nicht ganz unschuldig dann. Also wahrscheinlich habe ich es auch eine ganze Zeit bedient, weil es leicht war oder so. Also man kann sich da auch nicht ganz freisprechen. Aber wir haben tatsächlich, es war die Zeit des Autorenfilms natürlich und da hat man sich wirklich davon freimachen wollen und verabschiedet, was Attraktivität sein könnte. Ja. Sie haben aber auch gesagt, das fand ich auch sehr spannend, in der Videobotschaft zu Tristana, dass Sie an Buñuel so schätzen, dass er so mutig war und so vorgeprescht ist mit seinen Anliegen und da sehr inspirierend war für Sie und Sie auch diesen Surrealismus-Gedanken sehr, sehr faszinierend finden. Sie haben auch da noch ganz kurz nur angerissen, dass Sie, Mein letzter Seufzer, die Biografie, die kurz vor seinem Tod entstanden ist. Ja, ein tolles Buch, was Truffaut geschrieben hat. Mhm. Mein letzter Seufzer, also das lohnt sich wirklich zu lesen auch. Also da versteht man nochmal ganz viel von Buñuel auch. Und ja, Sie haben es gesagt, ich wusste jetzt nicht, ob ich all die Sachen auch sagen soll, die ich da in der Videobotschaft sage. Oder aber es ist tatsächlich so, er hat eben eine Filmsprache, auch dieses Surrealistische und die Themen, die er angefasst hat und angepackt hat. Das meinte ich vorhin, zerstörerisch und zerstörend und das ist, wie gesagt, das ist etwas, was Kino leisten soll und muss. Sie haben auch die Schauspieler schon genannt, mit denen Sie gearbeitet haben. Das führt auch quasi schon zum nächsten Film rüber. Il Grande Silenzio, Leichenpflastern seinen Weg. Mit Corbucci haben Sie auch selbst schon gearbeitet. Erzählen Sie mal, Sie waren 20 und Sie haben die mexikanische Revolutionärin Lola gespielt und ja, sind dann in eine Welt reingekommen, die mit Sicherheit unglaublich spannend war. Ja, ich habe Sergio Corbucci ausgesucht, eben mit diesem Film Leichenpflastern seinen Weg, heißt er auf Deutsch. Er hatte damit zu tun, dass es der erste Western war, der im Schnee spielte, mit Trintignant, dem Stummen, der wirklich keinen Ton redet, und Kinski. Und
Es war so eine Trilogie eigentlich, die Kobuchi angedacht hatte. Und ich war eben im Lasst uns töten, Compañeros hieß der Film. Auch der kam dann auf den Index. Er durfte nicht mehr heißen Lasst uns töten, sondern nur noch Compañeros, damit man nicht auffordert zum Töten. Ja, das lernt man dann alles im Zuge von, wahrscheinlich ist man da bei der Titelfindung damals zumindest nicht auf solche Überlegungen gekommen, dass das ein Anreiz sein könnte. Ich wurde gecastet, ich war 19 Jahre alt, ich wurde während dieser Dreharbeiten 20. Ich habe noch heute ein wunderbares Geschenk von Sergio Corbucci und seiner Frau, einen Bilderrahmen, der wirklich wie so ein Glücksbringer ist. Und ich drehte mit Franco Nero, Thomas Milian, Fernando Rey, Jack Palance. Und das war natürlich, ja, da kann man wirklich sagen, Klein Iris. Mit 19 Jahren, ich wurde nach Madrid geholt und sollte also für diese Rolle vorsprechen, was ich auch getan habe und lernte einen, also ein bisschen so einen brummigen Sergio Corbucci kennen. Später hat sich übrigens, habe ich das dann erst erfahren, er hatte ja nur noch ein Auge. Was ich am Anfang hat mich das irritiert, weil ich immer dachte, es ist der schaut mich so starr an, dass dieses Auge hat er übrigens verloren. Und da habe ich ganz viel über Waffen gelernt, weil das ja ein Western war, den wir gespielt haben. In einem seiner früheren Filme hat ein Komparse ihm das Auge ausgeschossen. Und ich habe durch ihn eben diese ungeheure Sorgfalt, die man haben muss, wenn man mit Waffen dreht, an die sich übrigens männliche Kollegen nicht so gerne halten. Es scheint ein Lieblingsspielzeug von euch zu sein. Das war jedenfalls eine Schule, die ich dort wirklich gelernt habe. Und ja, ich bin nach Madrid, habe also für diesen Film vorgesprochen, würde man heute sagen, und bin auch mit einer Zusage wieder weggefahren. Und danach wollte er sie sogar nach Rom holen. Ja, Sergio war überzeugt davon, es war wunderbar, er hat seine Frau immer bei sich gehabt und die beiden waren, die haben so aufgepasst auf mich. Wir hatten natürlich, Franco Nero und Thomas Milian waren schon gut dabei und die wurden auch immer, wer wen dann wann einlud, aber es war wunderbar. Wir haben in Almeria gedreht, 3 Monate lang, auch heute kaum noch vorstellbar, 3 Monate Dreharbeiten. Zur selben Zeit wurde übrigens mit Faye Dunaway Doc gedreht und es gab in diesem Almeria, ich glaube, 3 Hotels und 2 Restaurants, so dass man sich auch ständig über den Weg lief. So habe ich auch Faye Dunaway kennengelernt. Und Sergio und seine Frau haben so ein bisschen auf mich aufgepasst. 19 Jahre, war ziemlich attraktiv, aber hatte noch nicht so viel Ahnung, was auch Filmwelt bedeuten konnte. Und die haben immer aufgepasst, dass ich auch das Zimmer genau ihnen gegenüber hatte und und haben immer gesagt, du musst nach Rom kommen, aus dir wird was. Du musst eine große Karriere machen und komm doch nach Rom. Und ich habe das noch nicht wahrgenommen auch und es war mir auch zu fremd und ich hatte ja den Beruf gar nicht gelernt. Ich war überhaupt auf keiner Schauspielschule gewesen. Das ist mir alles so in den Schoß mehr oder weniger gefallen und deshalb habe ich das nicht als etwas Seriöses genommen, also einen Beruf, den ich mal weitermachen möchte. Ich dachte immer noch, das mache ich jetzt so ein bisschen und dann will ich ja eigentlich Jura studieren und da warte ich jetzt mit 62 immer noch drauf, auf die Studium und weiß aber, es ist die richtige Wahl gewesen, die ich getroffen habe. Es gibt ja dieses Porträt von Ihnen, Deutschland, deine Künstler, und da sagt der Sprecher einen Satz im Zuge von Corbuccis Einladung nach Rom, sie hätte die deutsche Kardinale werden können. Ist das ein Satz, der Sie ärgert? Oder wo Sie man will immer selber sein eigener sein, ne? Eben. Man will immer ja. Die Iris sein und man muss aber immer ein anderer werden und zu sagen, du wirst die oder du wirst das oder das. Ich weiß schon, dass es eher als Kompliment gemeint ist, natürlich. Mhm. Aber ja, dann will man erstmal dagegen und sagen, nein, ich möchte meine Persönlichkeit oder mein Charakter formen oder meine Möglichkeiten ausschöpfen. Ja. Sie haben ja auch mit einigen Schauspielern gespielt, die dann nach Hollywood gegangen sind. Christoph Waltz zum Beispiel, ne? Das Teufelsweib und Dienstreise, Was für eine Nacht, das waren die beiden Filme, wo Sie zusammengewirkt haben. Jetzt hat er 2 Oscars gewonnen. Schaut man damit auch so ein bisschen im Auge drauf, ach guck mal, was
vielleicht auch aus mir hätte werden können, wenn ich den Weg beschritten hätte? Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, das meine ich auch nicht kokett. Christoph Walz ist ein so, ich kenne ihn wirklich viele lange Jahre und ich kenne ihn nicht nur durch die Arbeit, sondern auch privat sehr, sehr lange und sehr gut. Christoph ist ein so besonderer, ein so kluger, gebildeter, fleißiger, eigensinniger, eigenwilliger, unverwechselbarer Charakter. Dieses Glück, was er gehabt hat, auf Tarantino zu stoßen, und Tarantino, der auch all das, finde ich, vereint, da haben sich zwei gefunden. Also ich glaube einfach nicht, dass Platz gewesen wäre, dass man sagt, da geht man nach Amerika. Wir haben es auch von vielen der Kollegen gehabt. Vielleicht hätte man mal eine Rolle gekriegt oder man hätte zwei gekriegt. Wir wissen, wie schwer es ist. Ich glaube, dazu war ich nicht unverwechselbar genug. Da haben die dann schon ein Repertoire, wo man sich nicht wirklich abgehoben hätte, denke ich. Die Eigenschaften, die Sie gerade genannt haben, hätte ich jetzt aber auch alle auf Sie zugeschrieben, würde ich sagen. Ja, dann. Gut, bevor wir weitermachen mit den Filmen, auch wie, gerade auch mit den deutschen Filmen, dann auch gerade, die ja am Anfang Ihrer Karriere auch zum einen Detektive standen, wollte ich Sie fragen, was bedeutet es Ihnen eigentlich, einen Film im Kino zu sehen? Ach, Kino ist Magie, finde ich. Und sich aufzumachen und zu entscheiden, ich gehe da jetzt hin, ich fahre da jetzt hin, ich teile einen Abend mit anderen Menschen, ich lasse mich diese Leinwand, diese Größe, diese Leinwand, ich bin so ein Verfechter für Kino. Und natürlich, ich weiß, man kann jetzt ganz leicht in diesen Reigen mit einfallen, dass wir natürlich jetzt auch eine Generation haben, die sich auf Tablets und auf den kleinsten abspielbaren Möglichkeiten Filme anschaut, von denen man sagt, ihr vermisst ganz viel. Also ich glaube es. Ich habe das heute übrigens wieder erkannt, als Sie mir diese wunderbare Führung gemacht haben. Was Film bedeutet, was Kinobilder bedeuten, was das eigentlich, wie es auch entstanden ist, dass man da wieder unbedingt auch gerade junge Leute hinführen muss. Also wir diskutieren ja auch in der Akademie darüber, oder die Diskussion wird ja überhaupt geführt, ist Kino Kultur? Natürlich ist Kino Kultur. Das wissen viele andere Länder. Und wir haben auch durch den Weggang unserer jüdischen Filmemacher, die haben die Filmzeit natürlich geprägt. Und sie sind weg und es ist abgeschnitten und das fehlt uns. Kino muss bleiben. Kino, ich liebe natürlich sowas viel mehr als die riesen Multiplexe, gebe ich zu. Ich mag auch kein Popcorn, weil es mich wahnsinnig macht. Wahnsinnig macht, wenn neben mir einer, dann diese ganze Zeit höre ich das und ich rieche es und ich weiß, es ganze, wahrscheinlich macht man ganze Berufsstände jetzt irgendwie unglücklich. Vielleicht kann man sich da anders einigen. Geruchloses Popcorn. Geruch und geräuschloses. Also ich finde das Kino, das ist der Teil, warum ich mich als Präsidentin auch nochmal habe ausstellen lassen, weil ich auch dieses tolle Team um mich herum habe, aber weil ich gesagt habe, ich werde alles versuchen, dass man Kino, und in diesem Film muss ich sagen, deutsches Kino, ich möchte, dass deutsche Filme ihren Platz haben, ihren Platz finden, ihre Zuschauer finden. Wir haben eine solche Vielfalt, man sieht es jetzt wieder an der Vornominierung, an der Nominierung der Vorauswahl. Man sieht Filme, die Millionenbudgets haben, und ein Film, der mit weniger als 100.000 Euro gedreht wurde. Sie sind beide im Wettbewerb vertreten. Wir haben ganz wunderbare Drehbuchautoren, wir haben eine tolle neue Garde von Filmemachern, Schauspielern, Produzenten. Unser Problem ist sicherlich, dass es immer noch viele Filme gibt, die sich viel zu sehr ans Fernsehen oder am Fernsehen orientieren, in ihren Bildern. Wir müssten mehr
Kinobilder haben, Filmbilder haben, die wieder eine eigene Sprache sprechen, dass sich das nicht zu vermischt. Auf der anderen Seite wissen wir wieder, wir können Filme alle nur machen, indem wir Gelder bekommen von den Fernsehsendern. Da mischen dann wieder Redakteure mit. Es wird nicht aufhören. Wir müssen da dranbleiben und wir müssen Generationen finden, die da mitmachen und mitziehen. Und deshalb, wie wunderbar, es ist ja wohl ein Großteil der Freunde dieses Filmmuseums da. Also ich rede ja, glaube ich, nichts Neues als das, was Sie sich auch alle wünschen. Kino, Filme. Ein tolles Plädoyer. Na, vielen Dank, ein Applaus auf jeden Fall. Gerne auch verbunden mit dem Hinweis, wir haben hier die wunderbare Reihe Was tut sich im deutschen Film, wo wir immer aktuelle, herausragende deutsche Werke im Monat präsentieren und am Donnerstag zeigen wir da drei mittellange Filme, was auch, glaube ich, ganz interessant ist. Das nur dazu. Mich würde interessieren, was war Ihre erste Begegnung mit Film und Kino? Meine erste Begegnung, also ich rede jetzt mal nicht von den Filmen, die ich gesehen habe, aber die erste Begegnung war eigentlich, ich war in Hamburg und ich musste eine Schule verlassen, wegen, weiß ich nicht, Aufsässigkeit oder so. Also heute wirklich, es wäre nicht der Rede wert. Und jedenfalls, ich bin dann mit Studenten immer wieder ans Lerchenfeld nach Hamburg gegangen, an die Kunsthochschule. Und es war die Zeit des Experimentierens und natürlich wurde gerade auch am Lerchenfeld 67, 68, es war eigentlich da, wo der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, saß. Es war die Demonstrationen, alles wurde von dort organisiert. Also ich wurde so parallel plötzlich in zwei andere Welten gebracht, in eine politische und ich wurde aber auch in eine Kunstwelt gebracht. Und dann waren da zwei junge Männer, einer kam aus Südamerika und einer war aus Deutschland, die mich auch aufgenommen haben. War wunderbar, es waren zwei Homosexuelle, also es hat mir auch sehr geholfen, dass man nicht in irgendeine Situation kam, die man auch noch nicht handeln konnte mit 17, 18 Jahren, richtig. Es hat sich, glaube ich, heute auch verändert. Jedenfalls, die drehten so experimentelle Filme und dann war damals natürlich auch Andy Warhol, klar, 8 Stunden ein schlafender Mensch oder so. Also das fanden wir alle unheimlich spannend und aufregend und wollten auch sowas machen. Und also in zwei solcher Filme, ein bisschen anders, habe ich wir hatten ja nicht so viel Geld für so viel Material, 8 Stunden, aber wir haben so Kurzfilme gemacht. Diese beiden Kurzfilme sah Uwe Nettelbeck. Ich weiß nicht, ob er Ihnen noch ein Begriff ist. Er war der wirkliche Kritikerpapst damals. Er war bei der Zeit und er, bitte? Filmkritik. Und Filmkritik war er und später war er Zeitautor, Kritiker auch. Und jedenfalls Uwe Nettelbeck hat in Oberhausen zwei dieser experimentellen Filme gesehen. Er wiederum und seine Frau suchten in München eine Hauptdarstellerin für den Film Detektive von Rudolf Thomé. Und der machte mich ausfindig und ich hatte aber keine Ahnung, wer Uwe Nettelbeck war. Und Uwe Nettelbeck erzählte mir, er würde mich zum Film bringen. Und Iris hatte eine so, wirklich, also da muss man sagen, klein Iris, da kann ich wirklich in dritter Person von mir reden, weil ich war so ahnungslos und ich war so rotzfrech, weil ich den Spruch so blöde fand und ihn natürlich abblitzen ließ. Und dann haben die alle um mich herum gesagt, weißt du nicht, wer das ist, weißt du nicht, wer das ist, der ist ganz wichtig und dass der überhaupt dich jetzt da ausfindet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit Uwe Nettelbeck nach München gefahren. Dort wurde ich Max Zielmann, der damals der Drehbuchautor war. Rudolf Thomé, wie gesagt, hat Regie geführt. Uli Lommel saßen da und Marquard Bohm und eigentlich nur Kerle. Und dann kam ich da rein und ja, was machst du da? Also heute sagst du Casting, also du kamst in eine verrauchte Bude. Und Nettelbeck war da und seine Frau hat den nämlich produziert. Die war Fernsehansagerin in der Zeit gewesen. Und dadurch war das überhaupt, also diese Verbindung. Und dann haben wir uns unterhalten und geraucht. Und dann haben die gesagt, ja, dann soll ich mal ein bisschen so erzählen. Und dann habe ich erzählt und dann haben wir eine Woche später angefangen zu drehen. Das war das Debüt. Nach den zwei Kurzfilmen eben und dann haben wir Detektive gedreht. An der Seite von Uschi Obermeier. An der Seite von Uschi Obermeier, Marquard Bohm,
der verstorben ist, aber vielen wird der Bruder, der Bruder ein Begriff sein, Haagboom, der an der Filmhochschule in Hamburg auch unterrichtet. Ich habe mit ihm das Glück gehabt, er war im Vorstand jetzt von der Deutschen Filmakademie lange Zeit. Ein wunderbarer Mensch und so fing dieser Film an, Uli Lommel, der in der Zwischenzeit eine Theaterinszenierung macht in Berlin, an der komm gleich, wie heißt denn das Theater in Mitte? Nicht an der Schaubühne, auch nicht am Volksbühne. An der Volksbühne ist er. Und in der Zwischenzeit ja in Amerika dann auch gedreht hat. Also wir alle, die da in diesen Filmen so aufgetaucht sind, haben eigentlich auch unseren Weg gemacht. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch den Film ausgesucht habe. Aber eben auch wegen Rudolf Thomé, den es eben immer noch gibt. Der immer noch seine Filme macht. Der mir übrigens vor ein paar Wochen bei der Lesung, wo ich Szenen aus Drehbüchern vorgelesen habe, gesagt habe, er möchte unbedingt, dass wir wieder mal was machen. Und sowas finde ich natürlich spannend nach 40 Jahren. Ein Komplize, würde ich sagen. Ja, ja, und er ist sich auch so treu geblieben. Thomé ist einer von denen, die Eric Rohmer würde man denken. Ne? Eric Rohmer ist so ein bisschen diese Richtung, was Thomé macht oder wie er seine Filme macht. Und das ist natürlich klasse, dass wir auch solche Leute haben und sie immer noch haben und dass sie auch immer noch drehen. Auf dem Plakat steht schöne Frauen, schnelle Autos und Pistolen. Ich glaube, das ist die Handlung des Filmes. Ja. Ganz großartig. Also ich empfehle Ihnen den Film sehr. Eine ganz tolle Kopie haben wir da auch da. Ja, Sie haben noch zwei weitere deutsche Filme ausgewählt. Und da habe ich die Vermutung, dass der Film Das große Fest, in dem Sie mitgewirkt haben, bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat. Ja, ich habe von Frank Beyer den Film genommen, Jakob der Lügner. Und ich hatte das Glück, mit Frank Beyer den ersten sogenannten großen Wendefilm zu machen fürs Fernsehen, mit Hans-Christian Blech unter anderem, denn da habe ich einen Menschen, das wäre auch jemand, wo ich denken würde, Komplizen. Wir haben jeden Abend zusammengehockt und er hat mir erzählt und und er wollte aber auch immer, dass man selber erzählt, aber ich war so fasziniert von seinem Leben, seiner Haltung auch, die er immer hatte. Und Frank Beyer hat mir, einmal war er einer der ganz, ganz Großen der ehemaligen DDR und dann war es eben auch, ja, die Thematik, Jakob der Lügner ist auch eine, die natürlich, sagen wir mal, das Thema des Nichtvergessens ist es bei mir und es war das jüdische Thema, es war das Thema des Holocaust. Dieser Film und ich kannte das Buch und das war für mich aufregend, dass Frank Beyer mich für diesen Wendefilm genommen hat. Und insofern wollte ich Frank Beyer unbedingt in dieser Reihe haben. Er ist einer der unvergessenen Regisseure der DDR. Und ich finde immer, dass es ganz wichtig ist, dass man vielen Menschen, die ich merke das so in meiner Branche von jungen Leuten, die oft gar nicht mehr wissen, über wen man redet, wer das ist und wo man sagt, man muss die im Bewusstsein lassen. Und man darum auch bei so einer Reihe, ja, die müssen dabei sein, die gehören dazu. Der hat in der DDR Filmgeschichte geschrieben. Genau, und dann spielt Spur der Steine. Ja. Ich meine, er hat so kraftvolle Filme gemacht. Und dann spielt er Erwin Geschonek mit. Erwin Geschonek. Ja. Ich habe 5 Filme in der Zwischenzeit mit seinem Sohn gemacht, Matti Geschonek. Und Matti hat mir wiederum erzählt, wie er einen seiner letzten Filme mit seinem Vater gemacht hat, der ein großer Star in der DDR war, in der ehemaligen. Und also das war es, was ich dann verstanden habe, warum man dann bestimmte Filme aussuchen kann. Dass so manche Puzzlesteine sich zusammengesetzt haben mit meinem Leben und mit meinen Filmen und mit Kollegen oder Regisseuren oder welche Haltung die dazu hatten. Und dieses Puzzle zusammenzusetzen, das hat mir auch viel Freude gemacht. Diese Filme dann so auszusuchen, wie ich sie jetzt habe, hat mir viel Freude gemacht. Also vielen Dank auch dafür. Ja. Danke. Der dritte und letzte deutsche Film ist Der Zauberberg. Ja, vom Geisendörfer. Zauberberg hatte dann auch, weil ich finde, dass der einen großen Stellenwert auch hat, was Geisendörfer für einen Film gedreht hat, den man heute immer so gerne
dann eigentlich nur als den Erfinder von, wie heißt es? Lindenstraße. Lindenstraße. Und plötzlich sind Filme weg, wo ich denke, der hat wirklich Kino, großes Kino gemacht und plötzlich wird er so reduziert, finde ich. Und da habe ich auch gedacht, nee, den Namen will ich auch hier sehen. Lag natürlich auch wiederum die Verbindung Hans-Christian Blech, diesen außergewöhnlichen und diesen sehr, sehr klugen, sehr gescheiten Menschen, den ich kennengelernt habe, was der in dem Film war. Also es hatte auch den Grund und es hat auch damit zu tun, dass Geißendörfer mir so nah ist, dadurch, dass er eben auch im Vorstand ist. Er weiß, glaube ich, gar nicht, dass ich diesen Film ausgesucht habe. Ich habe es ihm gar nicht gesagt. Und das ist spannend, mit diesen Menschen zu diskutieren. Auch, was ist die Arbeit der Filmakademie und wo wollen wir hin und was müssen wir noch erreichen. Und deshalb war es auch ein bisschen ein Verneigen vor seiner Arbeit. Sie haben da auch gesagt, dass die Bilder Sie sehr fasziniert haben. Michael Ballhaus für die Kamera. Das war dann wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Michael Ballhaus hätte ich gerne. Ich habe Ballhaus, ich durfte ihm im letzten Jahr den Preis verleihen und seine Laudatio sprechen als Ehrenpreisträger des Deutschen Filmpreises. Ich kenne ihn persönlich ziemlich lange Jahre schon. Ich kann sagen, man ist so auf eine sehr distanzierte, aber sehr respektvolle Weise befreundet. Ich habe mit seiner Frau Sherry einen Film gemacht Anleitung zum Unglücklichsein. Leider auch kein Film, der an der Kinokasse ein Erfolg war, was ich schade finde. Also könnte man jetzt sicher länger drüber reden, was das auch für Gründe hat. Aber was ich sagen will, wir haben gedreht und dann in den Babelsberger Studios, was dann schon, betrittst du auch so heilige Hallen, nicht? Das ist ja auch wirklich Filmgeschichte dann. Und dann sitzt man und dreht da und dann sitzt Michael Ballhaus da, ganz leise reingekommen, sitzt auf einem Stuhl, macht sich gar nicht bemerkbar, ist auch da, redet ab und zu immer mit Sherry, redet mit einem selber. Und das sind so Momente, sind Glücksmomente. Dann fallen einem die Filme ein, die Herr Ballhaus wieder gemacht hat. Angefangen eben hier bei Zauberberg hat ja viele Filme auch Fassbinder gemacht geht dann bis zu der Weg nach Hollywood und auch da wieder alles die Regisseure, von denen man sagt, was für ein Weg. Also wie gesagt, alles kleine Steinchen, die ich versucht habe, warum es der und der und der Film ist. Und dann haben Sie einen Film ausgewählt, bei dem kein Komplize dabei war, sondern wo die Bilder, glaube ich, ganz stark Sie fasziniert haben. Orfeo Negro. Orfeo Negro, ja. Da habe ich gemerkt, den kennt fast niemand mehr. Und auf Marcel Camus, 1959. Marcel Camus, 59 ja. Gedreht. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht 59 gesehen, sondern wirklich ein bisschen später. Aber Orfeo Negro war für mich eine Sternstunde. Die Bilder, dieses Leben, also als würde man mit tanzen, als würde man so reingezogen. Das waren ja auch, der Großteil eigentlich waren alles keine Schauspieler. Das waren ja alles Laien auch. Und da war so viel Authentizität da und so viel, und diese Doppelwelten, unten der Tod und oben das Leben und dann eigentlich ja Orpheus in der Unterwelt. Genau. Dass man dieses Thema so bildhaft machen konnte. Und dann war es die Musik. Also Bossa Nova, das war eine neue Musik. Und über Musik wurde so viel transportiert. Dieser Film hat wirklich der hat mich lange, lange beeindruckt und beeindruckt mich immer noch. Und ich denke, er ist auch einer der Filme, der einfach in die 100 sowieso rein muss. Deshalb habe ich ihn gewählt. Und wirklich wieder auch, als ich gemerkt habe, es sagt ganz, ganz vielen Leuten nichts mehr. Also ich finde es auch ganz klasse, dass Sie den ausgewählt haben. Das ist so ein wunderbarer Film. Allein wenn man sich den Trailer oben anschaut, der strahlt vor Farben, Pracht. Und Sie betonen immer gerne diese Laiendarsteller. Jetzt also schon zum zweiten Mal in diesem Gespräch auch. Mich würde interessieren, da Sie ja am Anfang auch keine Ausbildung hatten, wie lange haben Sie sich denn selbst als Laie gesehen und ab wann als Schauspielerin? Das ist ja eine tolle Frage. Ich könnte mich jetzt zitieren, weil ich natürlich auch immer noch Momente an mir denke, ich habe mich da reingemogelt in etwas.
Ich weiß nicht, ob es den Moment gab, wo ich, den habe ich ja immer noch nicht, weil gerade bei der Schauspielerei, ich glaube ja nicht, dass es den Moment gibt, wo man sagen kann, jetzt ist man angekommen, jetzt weiß man, wie es geht. Diesen Moment gibt es nicht. Was ich besser beherrsche, sind Techniken, das Handwerk habe ich gelernt, wirklich learning by doing. Und welcher Moment es da ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt manche Kollegen, die ich anschaue, wo ich einfach auch immer noch versuche, da alles rauszusaugen, was die machen und wie sie es machen. Und ich gucke eben gerne auch zu und ich gucke mir gerne Filme an, aber ich bin eben auch am Set gerne und schaue anderen Kollegen gerne zu. Deshalb, ich glaube nicht, wann wird man vom Laien zum... Ja, wenn man eine Schauspielschule gehabt hätte, dann machst du eine Prüfung, dann legst du, weiß, ja. Ja, dann hast du es irgendwie dabei. Das habe ich nicht. Und das ist auf der einen Seite, manches ist, dadurch hat man so ein paar Unsicherheiten und Komplexe auch. Und auf der anderen Seite gibt es mir aber auch eine Form von Freiheit. Und es ist auch ein guter Motor. Es pusht mich an. Und wie gesagt, ich glaube sowieso nicht, dass man an dem Punkt kommt, wo man weiß, wie es geht. Du fängst wirklich jeden Film bei Null an. Das hat nicht nur mit dir zu tun, das hat auch mit dem Umfeld zu tun. Das hat mit dem Regisseur oder der Regisseurin zu tun, die welche Temperatur hat die, was will sie von dir, wie will sie es, wie kriegt sie es von dir, es sind deine Partner, also du fängst immer bei Null an. Und was ich sagen muss, ich glaube, dass ich das Handwerk beherrsche, dass ich weiß, dass das wichtig ist, aber alles andere ist immer noch suchen. Ist das mehr Handwerk als Kunst oder wie ist da das Verhältnis? Ja, ich glaube schon, dass Handwerk ganz wichtig ist erstmal. Das Handwerk ist, das musst du beherrschen. Ich glaube, Handwerk, und dann kannst du in andere Freiheiten abtauchen. Aber auf der anderen Seite widerspreche ich mir, wenn ich auf Feo Negro anschaue, mit diesen vielen Laien. Aber es kommt, ich glaube nicht, dass man es festmachen kann. Ich glaube, du musst es Film für Film, kannst du es vielleicht beantworten. Bei Orfeo Negro würde ich denken, war das große Plus, dass das eben hauptsächlich aus dieser Natürlichkeit heraus entstanden ist. Und dann eben, dass eine Kamera so reingegangen ist. Das ist aber wieder das Handwerk gewesen, ne? Der Kameramann hat da schon sehr handwerklich gearbeitet. Also da war sicher beides. Aber ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt. Das ist dann vielleicht ein Film. Sie haben sich ja, das haben Sie mal gesagt, sehr auch orientiert an Schauspielerinnen, die Sie besonders toll fanden. Und eine haben wir ja auch in dieser großen Reihe mit drin, die Elizabeth Taylor haben Sie sich ausgewählt. Ja, Katze auf dem heißen Blech. Also wenn es eine Schauspielerin oder wenn es Rollen gegeben hätte, die ich gerne gespielt hätte, dann wären es immer die gewesen von Elizabeth Taylor, weil das war einfach, sie hatte... Wenn ich jetzt anfange zu sagen, sie war unendlich schön, dann würde das so über allem stehen. Aber sie hatte eine solche Intensität, fand ich. Und sie kam raus aus der Leinwand. Und das war so als junges Mädchen für mich einfach jemand, wo ich gesagt habe, ja, das wären die Filme, auch die Rollen, die sie sich ausgesucht hat, was sie gespielt hat. Das ist eben einfach, es war auch dieses Frauenbild, was sie da verkörpert hat. Und deshalb musste dieser Film unbedingt dabei sein. Und sie ist, ich finde, bis zum Schluss hat sie immer eine Haltung gehabt. Immer eine Haltung gehabt. Auch mit welcher Leidenschaft sie sich für das Thema AIDS eingesetzt hat. Wie selbstverständlich sie dann auch immer wieder aufgetreten ist. Und es war einfach toll, die sitzt im Rollstuhl, diese Frau, und sie ist gezeichnet, aber da ist dann auch immer im besten Sinne eine Diva, die da saß. Also da, wo es auch passt, aber Diva im Sinne von, dass es gefüllt war mit Können, mit Auftreten, mit Magie, mit allem, ja. Was schätzen Sie da am meisten, was Sie sich am liebsten, was Sie sich auch wünschen würden von ihr? Elizabeth, das sind richtig psychologische Fragen, die Sie mir herstellen. Wissen Wird Sie doch das? Immer später. Und,
Das lässt ja dann wieder. Wir gar nicht. Es kommen noch zwei davon. Also es ist klar, es ist die Leidenschaft, die möchte ich auch haben. Ich möchte sie auch nicht verlieren. Ich möchte Haltung, ja, Haltung haben und Haltung behalten und ja. Weil ich frage das nicht ohne Grund. Ich habe im Zuge meiner Recherche ein kleines, ja, ich würde sagen, eine kleine Fernsehperle gefunden aus dem Jahr 1988. Da waren Sie bei Blacky Fuchsberger in der Talksendung Heute Abend. Und nee, da war nichts passiert. Nee, aber ich weiß nur, der wollte irgendwie über Molotow-Cocktails haben wir das, auch mal. Ja, ja, das ist sehr spannend, auf jeden Fall dem zu folgen. Aber mir sind zwei Sätze aufgefallen, die ich ganz spannend fand, dass Sie das so damals relativ deutlich und klar gesagt haben. Und jetzt haben wir 25 Jahre später und ich würde gerne wissen, ob Sie zu diesen beiden Sätzen immer noch stehen. Sagen Sie mir mal die Sätze. Damit ich weiß, ob ich mich jetzt hier irgendwie öffentlich entschuldigen müsste. Nein, gar nicht. Blacky Fuchsberger drückte sich damals so vor dem Ausdruck Star, sie als Star zu bezeichnen. Dann haben sie ganz klar und deutlich gesagt, nee, sie freuen sich über den Begriff Star, weil diesen Status haben sie sich hart erarbeitet. Ist das Dasein immer noch was, was sie sagen, ja, da bin ich stolz drauf? Verflixt, das habe ich vor 25 Jahren gesagt. Ja. Also zumindest kann man da sehen, dass mein Selbstbewusstsein damals ausgeprägter war als heute. Bitte. Nein, heute will ich es nicht mehr. Es ist so schrecklich behaftet. Ich bin ein Star, hol mich heraus. Deutschland sucht den Superstar. Nein. Nein, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Mein Gott. Großartig. Bevor ich sie hier raushole, sie haben da auch noch gesagt, dass sie eigentlich noch eines viel lieber beim Film gemacht hätten als Schauspielen, nämlich Schreiben. Stimmt das heute immer noch, dieses Gefühl? Nee. Ich finde, dass ich bin so einer, der in Büchern wirklich versinkt. Ich lese wirklich gerne. Und das hat so den Grund, einmal zu suchen, auch Stoffe zu suchen, aber es hat eben auch einfach in andere Welten zu treten. Und ich fand, ich finde halt diese Welten entstehen zu lassen, das und daraus auch einen Film zu machen eben. Das fand ich als Idee wunderbar. Und wenn ich es gekonnt hätte und können würde, wäre es etwas, was ich sicherlich mit derselben Leidenschaft mache wie das hier. Aber wenn ich heute frage, was ich genauso gerne mache, kommt bei mir automatisch das Wort Kochen übrigens. Also da sind auch wieder 25 Jahre vergangen. In der Zwischenzeit kann ich es auch ziemlich gut. Also kochen. Dabei haben ich koche richtig gerne. Sie haben vorhin erzählt, Sie haben Catering gemacht bei Das Missverständnis. Ja. Ja. Das hat, ich habe mir auch überlegt, wenn es mal irgendwie gar nicht mehr geht, ne? Wenn man irgendwie ja, die Kurve nicht mehr kriegt oder so. Catering beim Film wäre auch noch toll irgendwie. Dann ist man immer da. Aber da hat mein Sohn schon gesagt, das geht gar nicht, Mami. Ich wüsste, dass du bei jedem dritten Ding würdest du über die Theke springen und sagen, nee, ich zeig dir mal wie. Außerdem wollen wir sie auf der Leinwand haben, nicht am Küchentisch. Am Herd. Genau, am Herd. Ja, einfach zum Ablauf. Wir stehen am Ende dieses Gesprächs. Für Sie zur Information, wir zeigen jetzt, es kommt der Tag. Da erwartet uns jetzt noch eine Videobotschaft live, würde ich vorschlagen, dass Sie ganz kurz sagen, warum Sie diesen Film ausgewählt haben. Und nach dem Film gibt es dann nochmal die Möglichkeit, dass auch Sie Fragen an Iris Berben stellen. Ein kleines Publikumsgespräch. Wir kommen wieder. Und ja, nun ist das Ihre Bühne für Es kommt der Tag. Ich danke Ihnen. Darf ich nur ganz kurz sagen, also als ich heute ankam und dann das Programm gesehen habe, war ich fassungslos, dass es Menschen gibt, die um, weiß ich nicht, 7:30 oder so hier sein und bis 11:30 hier bleiben wollen. Ich bedanke mich mal obwohl einige gehen schon. Ich bedanke mich mal im Vorfeld, dass sowas möglich ist. Also ich war ziemlich geplättet und finde es klasse und hoffe, dass jetzt wenigstens der Film Sie ein bisschen
entschädigt oder so, weiß ich nicht, wie man sagen kann. Nee, aber, ja. Ich bin sprachlos. Nee, aber weil ich das einfach toll finde, dass man so ein Gespräch führen kann und einen Vorfilm noch hat. Und wunderbar, vielen Dank. Und wenn Sie nachher nicht mehr da sind, dann ich würde das wirklich gut verstehen. Und vielleicht gibt es ja auch nichts mehr zu fragen. Ich wollte Ihnen einfach nur bitte alle Türen offen lassen, dass Sie nicht denken, Sie müssen jetzt ausharren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wollen Sie noch was zu Es kommt der Tag sagen? Ach, soll ich das nicht? Ja. Ein Satz noch vorher zu als Überleitung. Ich war jetzt so froh, dass ich dachte, die Videobotschaft läuft. Es gibt keine Videobotschaft dazu. Ich habe diesen Film gemacht, ich habe es vorhin kurz angekündigt, weil ich fand, dass er das Thema der RAF, was ja auch ein bisschen mein Thema war, wie ich sozialisiert wurde einfach, dass er die Susanne Schneider dort ein ganz grandioses Drehbuch geschrieben hat, ein Kammerspiel, Mutter, Tochter, eine untergetauchte Terroristin eben und eine Tochter und es aus der heutigen Zeit macht, die heutigen Fragen stellt und zwei Welten aufeinander prallen lässt. Und Susanne Schneider hatte mir dieses Buch angeboten und als ich es gelesen habe, wusste ich, egal wie, ich möchte diesen Film machen. Einfach, weil ich die Herausforderung der Rolle und das Zusammenspiel mit dieser wunderbaren Regisseurin und auch mit Katharina Schüttler als Tochter, die ich einfach vom Theater und vom Film her kannte. Und das ist, ja, es ist für mich ein ganz wichtiger Film geworden und bleibt es auch und erzählt, finde ich, auf eine sehr genaue Art und Weise eine Zeit aus eine politische Zeit Deutschlands. Vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Iris Berben, meine Damen und Herren. Und Ihnen viel Vergnügen beim Filmen. Was für ein beeindruckender Film, was für ein Showdown zwischen diesen zwei tollen Frauen. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wir hatten das Glück, dass die Regisseurin uns eine Woche lang vorher wirklich quasi wie in so ein Trainingslager hat schicken können. Also wir haben einfach, dadurch, dass wir wenig Drehzeit hatten, konnten wir aber in den Proben, sagen wir mal, die ganze Emotionalität, die dann immer verlangt war, ja, mit quasi abrufen, was du ja nicht wirklich kannst, aber du weißt dann einfach, du hast dich durch viele Gespräche, durch viele Situationen in Stimmungen gebracht und in Situationen, wir haben uns viel Filmmaterial nochmal angeschaut und wir haben viel miteinander geredet und ja, und dann vertraut man auf die Regie, dann vertraut man auf den Partner, dann vertraut man auf sich selber und erarbeitet sich das. Wie? Indem man versucht, so wahrhaftig wie möglich zu sein, indem man versucht, alle Eitelkeiten von außen wegzulassen. Ich rede nicht von äußerlichen Eitelkeiten, sondern Eitelkeiten von außen meine ich einfach, dass man so nah wie möglich versucht, an diesen Figuren, so wahrhaftig wie möglich, an diesen Figuren mit ihren Biografien sie zu erreichen. Und wenn man sich da, man muss sich mit einer Zeit auseinandersetzen. Es ist übrigens immer was anderes, weil das wird ja auch im Dialog einmal gesagt, es ist was ganz anderes, wenn du eine Zeit vom Ende her begreifst. Das ist die alte Geschichte. Vom Ende her, diese vielen Vorwürfe, die man bekommt, dieses viele Erklären, was man bekommt, aber in dem Moment ist das, was noch vor einem liegt, nicht zu erkennen gewesen. Und insofern, ja, offen sein und bereit sein und vertrauen und sich trauen. Also das, und mit so einer wunderbaren Partnerin wie Katharina dann natürlich auch und einem Kameramann, der dir ins Gesicht kriecht, ist das ein schönes intensives Arbeiten.
Das ist jetzt Ihre Gelegenheit, Fragen zu stellen, die Sie schon immer an Iris Berben stellen wollten. Wir kommen, ich finde es ziemlich gemein, weil Sie haben jetzt so lange ausgehalten, so lange durchgehalten. Fühlen Sie sich bitte nicht genötigt, Fragen zu stellen. Gerade jetzt ist die Chance. Bitte zeigen Sie kurz auf, dann kommen wir mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ich komme auf der Seite. Sagen Sie bitte, ganz kurz. Haben Sie sich gestellt, als Sie diesen Film drehten? Also die Frage, die ich mir gestellt habe die auch für mich selber und im Nachhinein und während des Drehens immer wieder zu Diskussionen geführt hat, war natürlich die eigene Haltung dieser Frau zum Schluss auch. Es bleibt ja offen. Für mich bleibt es nicht offen, aber da kann ich Ihnen sagen, da waren harte Auseinandersetzungen mit meiner Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich habe mich gestellt. Meine Regisseurin hat gesagt, ich hätte mich nicht gestellt. Ich muss es ja besser wissen. Aber sie muss es natürlich viel besser wissen. Sie hat diese Figur erschaffen. Ich habe so lange mit ihr darüber geredet, so lange gestritten. Es ist ja letztlich auch das, was man versucht zu erreichen mit so einem Film. Diese Frage offen zu lassen. Die Frage natürlich auch, dass man bei dem, wenn man sich jetzt stellt, man hat eine Familie zerstört vor 30 Jahren. Man zerstört eine zweite jetzt noch einmal. Und gibt es sowas wie Aufrechnen? Gibt es sowas wie Gerechtigkeit? Gibt es sowas? Ich fand, es sind ungeheuer philosophische Fragen eigentlich zum Schluss. Und die mich auch selber wirklich immer wieder so hin und her gebeutelt haben. Aber ich hab gesagt, ich bin gegangen. Ich musste mich stellen jetzt nach all dem. Und natürlich stellt man sich auch die Frage, wenn man diese Zeit auch unmittelbar erlebt hat, stellt man sich zum Beispiel, das habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wo wärst du eigentlich gewesen, wenn du nicht Umstände gehabt hättest, die dich ganz woanders hingeführt haben? Wie weit wärst du gegangen? Wie weit wäre dieser Geist, der damals war, dieses Aufbrechen wollen von Verkrustung und auch von Fragen und Hinterfragen und die Nazi-Zeit und alles ging so nahtlos weiter. Und wie wäre man selber, wie verführbar wäre man gewesen, noch viel radikaler zu werden? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es waren auch tolle Diskussionen, die wir darüber geführt haben, natürlich. Ja, Sie haben ja praktisch eine fiktive Geschichte von Ulrike Meinhof bzw. Gudrun Enslin nachgespielt, sozusagen, wie hätte es ja wohl ausgesehen, wenn die Kinder dieser beiden die Eltern wieder getroffen hätten. Nun hat man ja von den Töchtern der Ulrike Meinhof ja mitbekommen, dass sie sich sehr gewehrt haben. Die Tochter von Röhl ist es ja gewesen, die hat ja sich auch heftig gegen die Mutter gewehrt. Das sind ja diese Zwiespälte. Und ich meine, der Film hat halt vor allen Dingen diese Diskussion untereinander so gut dargestellt, dass man sagen könnte, so hätte es sich ereignen können. Und das offene Ende finde ich auch gut des Films, weil man kann zwischen den beiden Problemen, eigene Familie oder frühere Familie, eigentlich nicht mit richtig und falsch entscheiden. Das ist das große Problem eigentlich in der ganzen Geschichte der RAF gewesen auch und beziehungsweise jetzt hier. Und deswegen ist der Film auch so packend und ergreifend. Und ich finde es eigentlich schade, dass er, wie Sie vor Anfang sagten, kein Publikum gefunden hat. Denn das ist ja nur wirklich eine interessante Auseinandersetzung, die eigentlich gerade weiterlebt, wo man sagen muss, was ist gut daran gewesen an den ganzen Situationen damals? Wie ist reagiert worden aus der Zeit heraus? Wie Sie auch gesagt haben, später ist man vielleicht schlauer. Und der Konflikt, der eigentlich in der persönlichen Situation mit der Familie und der politische Konflikt, der kommt in dem Film eigentlich sehr gut raus. Und das finde ich eigentlich, und Ihre Rolle, also das zu spielen, alle Achtung. Vielen Dank. Trauen Sie sich. Ja, ich wollte gerne eine Frage nicht zu dem Film stellen, sondern zu dem, für mich persönlich, also seit ich ein Kind bin, habe ich sie im Fernsehen gesehen und habe sie immer bewundert. Ihr Talent, ihre Schönheit und auch ihr persönliches Engagement. Ich wollte Sie gerne fragen, mit wem Sie gerne in Ihrem Leben noch, mit welchem Schauspieler gerne drehen würden, jetzt außerhalb des Films. Wer wäre denn die Person sozusagen,
Also man hatte mal Meryl Streep mal gefragt, irgendwann mal, mit wem würden Sie gerne drehen? Da hatte sie mal gesagt, Robert Duvall, damals. Und ich würde gerne diese Frage Ihnen stellen. Ich weiß, es ist gemein und schwer, aber... Es ist eine gemeine Frage, ja. Weil... es gibt viele, ja, das weiß ich. Es gibt viele und es ist so, man nennt dann einen Namen und dann gehe ich ins Hotel gleich und dann fallen mir 17 Namen ein und ich denke, ich müsste noch mal eben zurückkommen, hoffentlich sitzt ihr alle noch hier. Und nein, ich habe... Also ich kann zum Beispiel sagen, von den deutschen Schauspielern, ich habe ja wirklich mit ganz wunderbaren und vielen gedreht schon, aber ich habe zum Beispiel noch nie mit Götz George gedreht. Und ich finde, dass Götz auch eine ganz wunderbare Entwicklung gemacht hat über diese Dekaden seiner Zeit. Und das also fällt mir jetzt ein, bleibe ich auch schön auf dem Heimatboden. Und ich könnte dann noch mehr nennen, aber ich hoffe, das reicht Ihnen, diese Antwort. Ich wollte gern einfach noch mal wissen, wie Sie zur Schauspielerei gekommen sind. Sind Sie da aus dem katholischen Mädcheninternat dann raus und haben gesagt, juhu, ich werde Schauspielerin? Das ist ja... Irgendwie kann man sich nicht vorstellen. Nein, bin ich auch gar nicht. Es ist tatsächlich so gelaufen, dass ich diese beiden Kurzfilme gedreht habe, von denen ich vorhin erzählt habe. Und dann ging das so ein bisschen, nahtlos weiter durch den ersten Film mit Rudolf Thomé. Dann kam Klaus Lemke, übrigens auch einer, den ich immer noch verehre und schätze. Klaus Lemke ist ist auch so einer, der so seine ganz eigene Handschrift hat und auch weitermacht. Jetzt sind wir übrigens wieder beim Thema, nur mit Laien dreht. Der auch irgendwann mal gesagt hat, er würde die Straßenseite wechseln, wenn er mich sieht, weil ich so verdammt etabliert geworden bin. Und in der Zwischenzeit haben wir uns wieder angenähert. Nein. Ich habe dann, das ging so nahtlos, dann drehte ich den Film mit dem Klaus Lemke, da haben wir eigentlich den Kaufhausbrand, den Frankfurter Kaufhausbrand, haben wir nachgestellt, für den WDR haben wir das gedreht damals. Margarete von Trotter war meine Partnerin, die heute Regisseurin ist. Auch da war eine ungeheure Mischung von Leuten, die alle heute irgendwo in der Filmwelt sehr gut und fest verankert sind. Und dann kam der Kobucci-Film, dann kam plötzlich ein Film in Frankreich und es war wirklich so, dass ich immer gedacht habe, okay, das mache ich jetzt noch, das ist schön, aber ich hatte es nie wirklich als Beruf begriffen. Das ist im Laufe der Jahre gewachsen, als ich plötzlich gemerkt habe, was das bedeuten könnte. Und da habe ich lange dann an mir selber geknapst. Ich habe eigentlich weil ich dann Theater gespielt habe, erst dann habe ich Sprechunterricht genommen, auch privat. Hoffmann de Boer war das damals in München. Und darum sage ich immer noch dieses Wort eigentlich reingemogelt in eine Branche, in der ich nicht das Handwerk jetzt quasi wirklich erlernt habe innerhalb einer bestimmten Zeit und mir dann auch ein Zertifikat dafür gegeben wurde, sondern es ist ein Prozess, der hält anscheinend bis heute an. Ich hätte es anders stellen sollen. Wie sind Sie denn zu diesen zwei Kurzfilmen gekommen? Das ist ja... Das war eben die Zeit, dass ich nirgendwo mehr in der Schule aufgenommen wurde, nach 3 Rausschmissen. Und meine Mutter lebte damals schon in Portugal in der Zeit. Und dann hatte ich im Studentenheim eine Möglichkeit zu wohnen. Und diese Studenten wiederum waren damals alle im Lerchenfeld. Und da fing es an, die ganze politische Arbeit fing dort an. Und ich habe dort Leute kennengelernt und die waren experimentelle Filme und so bin ich da mal reingeschlüpft. Aber das waren Fingerübungen. Sie haben vorher davon berichtet, wie Sie den Film vorbereitet haben, wie Sie sich inhaltlich emotional eingearbeitet haben. Meine Frage wäre jetzt, wie geht's Ihnen denn nach so einem Film? Also wie kann man das gefühlsmäßig verarbeiten, weiterarbeiten, abschalten, sich auf ein neues Thema einlassen, gefühlsmäßig, inhaltlich, gerade bei einer so schwerwiegenden, belastenden Thematik? Also das hat sicherlich damit zu tun, dann, wenn man viel Glück hat, hat man danach sowas wie einen Leerlauf, also dass man nicht gleich in ein nächstes Projekt geht.
was beides bedeuten kann. Wenn du in ein nächstes Projekt gehst, ist es fast wie ein künstliches Ende, was du dir suchen musst, weil du sofort deine Konzentration auf eine nächste Arbeit lenken musst. In dem Fall war es tatsächlich auch so, dass das relativ viel Zeit war, und der Film hat mich, was ich vorhin auch gesagt habe, in vielerlei Hinsicht beschäftigt. Durch eigene Biografie, durch eine Biografie der Zeit, aber eben auch durch diese Arbeitsweise, die Susanne Schneider von uns abverlangt hat. Und wir waren quasi weg irgendwie aus der Welt. Also weil wir waren kurz vorm Elsass auf so einem alten Gut, und wir haben zwar in einem Hotel, in so einem kleinen Hotel gewohnt, aber wir sind dorthin gefahren, und dann haben wir wirklich dort, das war quasi unsere Welt. Und da haben Sie recht, da ist man sehr viel länger und intensiver. Und als es vorbei war, das ist, da ist erstmal, es ist schwarz einfach, weil man, da ist so viel, da ist der Zweifel, war man richtig, hat man es richtig gemacht, man trennt sich wieder, man ist auf so ungeheure intensive und intime Weise zusammen. Filme machen hat was ganz, ganz Intimes. Man zieht sich so weit aus vor den anderen, indem man sucht, indem man miteinander sucht, indem man Momente hat, wo es ganz, wo man mit sich selber eben auch so unglücklich ist, weil man das Gefühl hat, man kriegt die Szene nicht in den Griff, und dass man da so aufgehoben ist, das ist plötzlich alles weg. Und das ist, ja, das sind so Momente, wo wir alle ein bisschen, glaube ich, gefährdet sind auch. Das ist so dieses, man war so, es ist ja auch, naja, für manche ist es, hat was wie eine Ersatzfamilie, wenn sie so wollen. Es ist, durch diese Intimität, die man hat, ist man so geborgen irgendwie auch. Trotz aller Anstrengung, trotz aller Unsicherheiten und Wut, die man manchmal hat. Aber Sie haben recht, es gibt bestimmte Filme, wo man auch länger braucht. Das Ausatmen dauert länger. Also, gibt es noch weitere Fragen oder auch Anmerkungen? Das ist ja auch möglich. Sie sind aber auch wirklich gemein. Lassen Sie doch die armen Menschen jetzt endlich mal ins Bett gehen. Eigentlich nur noch mal eine Anmerkung hinzukommen lassen. Also generell, der Film hat mich also unheimlich beeindruckt, unterhalten. Und ich fand ihn also insofern aktuell, also nicht nur RAF bezogen, sondern die Identität, die Tochter also für sich einfordert. Und die finde ich also gerade jetzt sehr brisant. Das hat sich ja jetzt wieder ergeben, dass also künstliche Befruchtungen eben auch aktuell sind. Und die Kinder, die aus dieser Beziehung entstehen, die haben wirklich einen Anspruch auf diese Identität. Und das ist ja in dem Film auch angesprochen worden. Ja, wo kommt man her? Was sind die Wurzeln? Und unglaublich stark. Ne? Das war also losgelöst von diesem RAF-Problem auch. Ne? Vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, würde ich sagen. Also es war ein wundervoller Abend mit Ihnen, Frau Berben. Und ich würde sagen, einen herzlichen Applaus nochmal an diese. Vielen Dank. Und wenn Ihnen das gefallen hat, es gibt die Möglichkeit, etwas Bleibendes mit nach Hause zu nehmen. Wenn Sie 5 Filme dieser Reihe, dieser Carte Blanche von Iris Berben gesehen haben, dann können Sie die Karten gesammelt an der Kasse abgeben und eintauschen gegen einen signierten Kunstdruck, auf dem ist Iris Berben als Nonne zu sehen, mit Gewehr in der Hand. Aus das Missverständnis, ein Standfoto, das haben Sie definitiv so noch nicht gesehen. Und ich ermutige Sie nur, sammeln Sie diese Karten. Es sind 2 pro Film auch gültig. Man kann die dann so ein bisschen zusammenlegen. Erzählen Sie es weiter und einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.